Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Monster Hunter World. Wir befinden uns immer noch mitten im Frühling, im Frühlingsblumenfest. Ich habe mir überlegt... Das ist eine Kleve, oder? Ja. Ich habe mir überlegt, dass ich eine Herausforderung mache, weil es gibt nämlich einen befristeten Beutezug, wo wir eine Herausforderung schaffen müssen und einen asturnen Rathalos besiegen müssen. Nun, die Herausforderung werde ich jetzt noch schnell beenden. Und dann werden wir die Eventquest mit dem Kuluyaku angehen, in der Hoffnung, dass es bessere Ausrüstung gibt. Und morgen werden wir dann den asturnen Rathalos versuchen zu jagen, wenn ich es schon kann von meiner... sag mir's. Von meinen Werten her. Weil da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Was? Ein Puckerl Puckerl? Na gut, okay. Ich muss ja nun die Vespoiden töten. Ich habe mich schon gewundert, warum... Warum das so schwer sein soll, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich warum. Wenn mir so ein blöder Riesenchamäleon hinten am Arsch sitzt. So, 9 Stück habe ich schon, 30 muss ich erledigen. Ja. Ach so, meine Ausrüstung ist auch... Ah, das ist ja doof. Das ist sau doof. Das ist so richtig doof. Kann ich mich mit dem Maxi-Trank vom Gift heilen? Jawohl, kann ich. Blöde Teil da. Da geht mir richtig auf den Geist. Na, das Gute ist, seine Angriffe gegen diese Viecher bringen mir auch Punkte. Also meine ganze Ausrüstung ist weg. Toll. Ja. Mist. Komm schon. Ja. Noch 7 Stück. Ah.
Ah, okay. Gift hört irgendwann auf zu wirken. Das ist auch gut zu wissen. Auch wenn es mir hier an dieser Stelle gar nichts bringt. So, das hat mir jetzt auch nichts gebracht. Komm schon, der letzte. Ja! Oh. So, und du willst jetzt in dieser Zeit noch mit mir Ärger anfangen, hä? Verstehe ich das richtig? Dann komm mal her. Dann komm mal her. Zu zweit wäre das eigentlich ganz leicht gewesen. Einer lenkt das Vieh ab, der andere macht sich auf die Jagd nach den Vespoiden. So, dann sehen wir mal, ob die Herausforderung jetzt wirklich geschafft ist. Ich habe 5 Minuten gebraucht. Boah. Ja gut, fast hätte ich ein Silber, eine Silberbelohnung bekommen. Ach, die weltweite Bestenliste. Da muss man sich ja schämen. Nein, mir ging es ja jetzt nur darum, dass ich den befristeten Beutezug schaffe. Ach, Tommy. Vielen Dank. So, Tommy hat sie ja schon. So. Gildenkarte verschicken, jawohl. So, ein Asurna Rathalos. Dann gucken wir doch mal. Rosa Radian, Legiana, Zielmonster, Odogaron, Lavasito, Uga. Dodogame, Banos. Vergessene Fossilien. Das ist auch nicht. Bei den Untersuchungen brauche ich gar nicht erst zu gucken. Und bei den Event-Quests, wie sieht's da aus? Ach, das heißt, dass da Bonuspunkte. Der hat Jobrang 30 oder höher. 50 oder höher. Nein, das kann ich vergessen. 30, 50. Ne, kann ich vergessen. Das sammle ich heute nicht mehr. Da ist ein Asurna Radian. Oder Rathalos oder was auch immer. Ach nein, 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 die Quest, nein, da war, gerade war ich verkehrt, tut mir leid, nein, nein, stopp. Ja. Das, die gehe ich jetzt nicht mehr an, das wäre ein bisschen zu heftig. Ich will ja jetzt noch eine kleine Event-Quest angehen. Apfel meines Auges in der Arena, Eilipaba gegen den Kulu. Das ist eine Spezialquest. Ich mache das mit dem Kulu. Das war ja eigentlich mein Ziel für diese Folge. Weil ich dann vielleicht noch eine Lederhaut Plus bekomme. So. Die Lederhaut brauche ich ja für bessere Rüstung und auch für eine bessere Waffe. Das war ja das Ziel dieser Mission. Dieser Folge. So, und 50 Minuten, das kriege ich auch hin. Und in der nächsten Folge versuche ich dann einen Asurnen Radian oder Rathalos, was auch immer, zu jagen.
So, mein Freund, komm mal her. Wir haben ja schon mal gegeneinander angetreten. Damals wurde ich überrascht. Jetzt bin ich auf dich eingestellt. Hehe. Der hat mich gebitch-slappt. Ach, sehr gut. Jetzt kriege ich auch noch Verstärkung. Hehe. So, und die Verstärkung kann jetzt erstmal in aller Ruhe hier reinkommen, während ich das Vieh da gerade mal ein bisschen bearbeite. Vielleicht kommt er ja gerade dann rein, wenn das Vieh auf dem Boden liegt. Das war knapp. Alter, es war ja nur gestreift jetzt. Schaden. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es ja in der Arena einen Asurnen Radian, gegen den ich kämpfen kann. Der zählt ja auch als, naja, er jagt. So, ich sollte schnell zu der Fliege gehen. Da geht ja ein richtiger Schlaghagel auf das arme Vieh nieder. Aber kein Mitleid. Braucht deine Haut. Komm schon, ich krieg dich nieder. Ja. Ein Kunu Yakun XXXL erledigt. Ach, das gibt ein geiles Hähnchen hier. Ich brauche nicht die Schuppe, ich brauche die Lederhaut, jawohl. Leute, es war eine gute Jagd, vielen Dank. So, wir genießen jetzt noch das Feuerwerk. Ach, es hat mir gut gemacht.
Schuppe, Prachtfeder. Ich brauche nicht die Prachtfeder, ich brauche ein Kulu-Yaku-Ticket. Okay. Monsterknochen, Stahlei. Oh, ach, verdammt, das Stahlei hätte ich jetzt verkaufen können. Monsterknochen, Prachtfeder, Schnabel. Das, was ich brauche, ist nicht dabei. Ach, toll, ein Leder haben wir bekommen. Oh, immerhin. Zwei Sterne habe ich schon. Ludfried, Peter, Meliodas. Lebensretter und Schleuderschützer. Und ich bin Zielzerstörer und Rodeo-Held. Ja, warum nicht? So. Dann sammeln wir doch jetzt erstmal unsere Belohnung ein und gucken dann, ob die Schnurtruppler wieder da sind. Das ärgert mich jetzt, dass uns immer noch mindestens eine Lederhaut fehlt, um ein neues Ausrüstungsteil zu bauen. Na, vielleicht haben die Schnurtruppler ja was. Mal schauen. Wir müssen die Fährte des Nergigante noch genauer untersuchen. Wir haben noch nicht genug Daten. Ja, die Schnurtruppler-Safari ist wieder da. So, befristeter Beutezug. Jawohl. Forschungspunkte, Frühlingsblütenticket, Rüstkugeln. Lieferung, habe ich noch nichts, was ich abgeben kann? Nein. Und Beutezüge. Ein Asurna Rathalos. Eieiei. So, an die Wasserfallbrücke. Und dann rasch zurück. So, Haushälter, was hast du dann für mich? Ja, Pilze brauche ich nicht. Die Moswienhaut brauche ich auch nicht. Toxinbeutel nehme ich. Pukai-Pukai-Schuppe. Kreichbeutel. Ach, die Flugdrachenlederhaut. Sehr gut, die brauche ich nämlich auch. Ach, schade. Nur Kulu-Yaku-Schuppen. Naja, dann schicken wir nochmal die... Ah, Moment. Dann schicken wir die nächste los. Da ist ein Kulu-Yaku. Da unten ist auch ein Kulu-Yaku. Das ist ein Anjanat. Kein Kulu-Yaku. Da brauche ich gar nicht zu gucken. Ach, dann schicke ich da oben los. Wegen dem Pukai-Pukai und dem Fisch, weil wir brauchen ja auch noch eine große Schuppe. Und vielleicht kriegen wir die. Wir brauchen eine große Schuppe plus. Und vielleicht ist die da dabei. Und ja, dann kann ich noch eine Lieferquest abgeben. Man muss nur wissen, wie. Aber schade, dass ich nicht den Schnurtrupp-Safari-Trupp bei der dritten Flotte oder so wegschicken kann. Aber das wäre dann auch wirklich zu viel des Guten, oder? So, ich will nur mal kurz noch gucken, ob ich in der Arena gegen den Asurnen Rathalos kämpfen kann. Weil dann werde ich diese Quest natürlich auf jeden Fall angehen. Entweder als Jagd oder als Herausforderung. Und wenn nicht, ja, dann werde ich mal in der nächsten Folge nach einem Notruf-Leuchtzeichen suchen. Vielleicht ist da was dabei, was uns hilft. So. Neue Quest bekannt machen. Gucken wir mal. Arena-Quest. Pukai Pukai, Kulu, Radian, Barot. Nein, leider nicht. Bei den Herausforderungen. Nergigante. Ach du Kacke. Ja, da muss ich noch ein bisschen stärker sein. Das kann ich vergessen. Aber da ist auch nichts. Tja, gut Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde mich bis dahin ein bisschen stärken. Und ja, dann gucken wir doch einfach mal, ob wir einen Asurnen Rathalos bei den Notrufleuchtzeichen entdecken. Und ansonsten gehen wir unseren eigenen Jagden wieder nach. Also vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bei der nächsten Jagd. Bis dann. Ciao.